Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir in dieser Woche den Ausführungen des Paulus an die Galater zuhören, dieser wohl schärfsten Stellungnahme an eine christliche Gemeinde aus der Feder des Paulus, dann mutet uns vielleicht komisch an heute, weil uns das ganz fremd geworden ist, dass Paulus hier zweimal schreibt: Wer euch ein anderes Evangelium verkündigt, als ihr von uns habt, der sei verflucht. Ist das nur ein Spleen des Paulus? Ist das so, dass er unter Verfolgungswahn leidet und sagt, nein, die Gemeinden, die ich gegründet habe, die müssen genauso bleiben, wie ich sie verlassen habe? Also das, was uns in der Kirche heute so Angst macht, gefangen zu sein in dem, was wir Tradition nennen, keine Entwicklungsmöglichkeiten, keinerlei Freiheit. Es ist, denke ich, genau das Gegenteil. Und wenn wir verstehen wollen, worum es hier geht, ist es immer gut, die Väter zu konsultieren. Etwa Johannes Kassian. Der schreibt Folgendes: Wir erfahren also, dass man keinen anderen sicheren Weg zum Heil finden wird, als jenen, der darin besteht, dass man seine Gedanken denjenigen Vätern mitteilt, die die Unterscheidung in hohem Maß besitzen, und dass man von ihnen in der Tugend unterwiesen wird und nicht der eigenen Überlegung und dem eigenen Urteil folgt. Das ist ein Grundproblem geworden inzwischen. Aktuelles Beispiel: Jugendsynode. Wenn man manche Stellungnahmen liest, auch von Funktionären, auch aus unserem Land, dann denkt man, eine Katechese im christlichen Evangelium wäre vielleicht ganz hilfreich gewesen. Dass sie überhaupt wissen, worüber sie sprechen, wenn sie das Wort Christentum in den Mund nehmen. Es geht ja weder darum, dass wir einen eigenen Glauben basteln, noch eine eigene Kirche erfinden, sondern es geht darum, das Evangelium so anzunehmen, auch wenn ich das höchst persönlich tun muss, dass ich mich aber immer versichere, wie ist es denn verstanden und gelebt worden? Das nennt man Tradition. Tradition ist kein Gefängnis, sondern die Ermöglichung eines eigenen Weges. Man kann ein anderes Beispiel wählen. Wenn man die Ausführungen früherer Päpste gelesen hat, wunderte man sich immer über die Fußnoten. Die Kirchenväter wurden zitiert, die Vorgänger wurden alle zitiert und man denkt, ach mein Gott, das ist ein bisschen ein höfischer Schreibstil, der ist ein bisschen antiquiert. Aber es geht nicht um den Stil des Schreibens, sondern es geht um die Vergewisserung dessen, dass man sich in den rechten Bahnen bewegt. Dass man nicht nach dem Motto, hoppla, hier komme ich und ich habe eine ganz neue Idee, ich bringe euch jetzt mal was ganz anderes, den anderen Kram können wir abräumen. Das ist kein Christentum, liebe Schwestern und Brüder. Auch ein Paulus, der hier so großen Wert darauf legt, dass ihm das Evangelium durch eine Offenbarung Christi geschenkt worden ist, auch er wird im Glauben unterwiesen von Barnabas. Wir kennen das aus der Apostelgeschichte. Auch er geht nach Jerusalem, um sich bei den Aposteln zu vergewissern, dass er nicht in die falsche Richtung läuft, dass sein ihm offenbartes Evangelium in den rechten Bahnen apostolischer Tradition verkündet wird. Und diese Gemeinde hier in Galatien, die folgt irgendwelchen Wanderpredigern und sagen, ach, was der alte Paulus euch für Kamellen erzählt hat, vergesst die mal. Wir machen das jetzt anders. Der sei verflucht, sagt Paulus. Er zieht hier eine klare Grenze. Und diese Grenze gibt es nicht nur damals in Galatien, es gibt sie auch für uns. Glauben ist nie beliebig. Glauben ist nie entgrenzt. Sondern Glauben muss, wenn er sich bewähren will, eine Gestalt haben. Eine auch definierbare Gestalt. Und die hat niemand aus sich selber. Niemand. Gleich welche Position oder welchen Rang er oder sie in der Kirche bekleidet. Niemand hat den Glauben aus sich selbst. Er ist immer gelernt. Er ist immer empfangen. Und er muss sich immer in den Grenzen bewegen, die von anderen gegeben wurden.
in dem großen Konsens dieses geheimnisvollen Gebildes Kirche. Hier zu Zeiten des Paulus noch reichlich jung, heute in die Jahre gekommen, aber deswegen nicht alt, sondern höchst lebendig. Und genauso lebendig wird auch unser Glaube, wenn wir diese apostolische Tradition, die Grenzen jener, die das Evangelium gelebt haben und ausgelegt haben, wenn wir sie befragen, annehmen, konsultieren, um uns genau darin zu bewegen, dann gehen wir nicht irgendwie in die Irre oder gar in die falsche Richtung. Dann hat der Glaube, unser Glaube heute, die gleiche Richtung wie der Glaube des Paulus, der Glaube aller Apostel, der gesamten Christenheit.